Ja, hallo, ich bin der Dani aus Bad Freienwalde. Und im Hintergrund ist mein Audi 60L, Baujahr 71, mit einem 1,5er Mitteldruckmotor mit 54 PS. Ich habe das Fahrzeug hier 10 Jahre und vor 2 Jahren haben wir es fast komplett zerlegt und haben alles neu geschweißt. Innenausstattung ist neu gemacht worden. Der Audi hat eine leichte Tieferlegung bekommen mit Bilsteindämpfer. Und da es ja eine Drehstabachse ist, haben wir einfach runtergeschraubt. Es ist der erste Ur-Audi, also quasi der erste Audi, den es so gab. Der Vorgänger des Ur-Audi war der DKW gewesen. Und zwar der F102 und das ist der Nachfolgermodell, der ist F103. Der F102 hat auch einen 13er Zweitaktmotor drin gehabt und das ist der erste Viertaktmotor, den es gab. Der Audi. Der Audi wurde gebaut von 65 bis 1972 und wurden ca. 200.000 Stück gebaut. In Deutschland sind da von dem Audi 60, von den verschiedenen Modellen, ungefähr bloß also unter 300 Fahrzeuge zugelassen und im Straßenverkehr. Gewesen bei Erkner Meets Uldis und das hat uns sehr gut gefallen und da werden wir nächstes Jahr definitiv wieder hinfahren.